Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball im Namen der Sportredaktion. Die vierte Runde in den Playoff-Spielen steht auf dem Programm und wir zeigen Ihnen heute zwei Derbys. Das große Derby zwischen Austria und Rapid, das Linzer Derby zwischen LASK und Föst und ein wichtiges Spiel vielleicht um die Frage, wer spielt UEFA Cup, Sturm gegen Swarovski Tirol. Beginnen wir aber gleich beim 173. Derby zwischen Austria und Rapid. Das sieht so aus, 82 Rapid-Siege, 32 Unentschieden. 58 Siege für die Wiener Austria. Aber zuletzt, da gab es eine ganz merkwürdige Bilanz, denn in den Heimspielen, da haben die Mannschaften meistens schlecht ausgesehen. Erinnern wir uns nur an die Heimniederlagen vom Rapid im Hanapi-Stadion. Die Austria, 11 Heimspiele zuletzt und nur eines gegen Rapid gewonnen und heute Percutane, der Millionenstürmer, auf der Ersatzbank bei der Wiener Austria. Ja, aber vor 7000 Zuschauern kann es sich auch Rapid leisten, prominente Leute sozusagen zu Hause zu lassen. Hier sahen wir Kienast, Heraf, Rüstic. Die Austria beginnt sehr aggressiv, so als wollte sie auf einmal 9 Punkte aufholen. Das ist Ogris. Zuletzt gesperrt, heute sehr ambitioniert. Schuss war von Hörmann. Die Austria gewinnt vor allem in der Anfangsphase im Mittelfeld sehr viele Zweikämpfe. Hier Grantscher gegen Chuck und dann Freund und Feind vorbei. Rapid spielt eher von Beginn an auf Abwarten. Man spielt sozusagen wie der reiche Vetter, der es sich leisten kann, einmal zu sehen, was da passiert. Ein guter Schuss von Ogris. Das ist Andy Ogris, sehr beweglich heute. Und das ist Grantscher gewesen. Jetzt ist es Grantscher, zuerst Gager. Weinhofer. Rapid defensiver eingestellt als die Austria. Brauneder. Schiedsrichter Holzmann lässt Vorteil gelten. Grantscher. Ein guter Schuss von Slatko Grantscher, dem eingebürgerten Jugoslawen. Rosenik, er spielt im Mittelfeld. Bei der Austria auch die junge Welle angebrochen. Hier wieder Hörmann und Konsel. Eine Unsicherheit des wieder ins Team berufenen Michael Konsel. Schinkels, noch immer Schinkels gegen Weber und er erzwingt einen Eckball. Mehr Austria-Angriffe als Rapid-Attacken. Eckball durch Schinkels. Pfeffer und das ist das 1:0 für die Austria in der 29. Spielminute. Der junge Anton Pfeffer springt höher als alle anderen. Und hätte Konsel hier herauskommen können? Kaum. Und dann zu kurz die Reaktionszeit für den Rapid-Tor. 1:0 für die Austria. Die Austria spielt jetzt etwas gelöster. Ein Freistoß von Prohaska. Und Schinkels. Jetzt Konsel, sehr gut abgewehrt hier. Rapid muss initiativer werden. Rapid erhöht auch das Tempo. Stojadinovic, ganz allein Stojadinovic. Und er stolpert über Austria-Tormann Franz Wohlfahrt. Rapidler reklamieren Elfmeter. Aber Wohlfahrt kann sich doch wohl nicht in Luft auflösen. Man sieht es hier noch einmal. Schiedsrichter Holzmann dürfte richtig entschieden. Dann Ogris taucht auf allen Seiten auf. Schinkels sehr lauffreudig. Wieder Prosenik. Und noch einmal ein Kopfball von Pfeffer nach einer Flanke von Chuck. Pausenstand 1:0 für die Austria. Nach Seitenwechsel bringt Rapid Kienast und zwar anstelle von Petzl. Hier haben sie Reinhard Kienast. Verliert den Ball, jetzt Schinkels,
lässt sich zu lange Zeit. Weber, der ins Mittelfeld aufgerückt ist. Wieder Kienast, jetzt Grantscher für Wilfurt. Und Stojadinovic. Das ist das 1:1 praktisch vom Wiederanpfiff weg. Noch einmal Wilfurt und Stojadinovic. Keine Chance für Wolfen. 1:1. Prohaska, etwas zornig geworden jetzt durch den schnellen Ausgleich von Rapid. Kein Foul war das von Brauneder an Prohaska. Prohaska will es nicht glauben. Grantscher wieder für Wilfurt. Grantscher gegen Obermeier. Und das gibt Eck. Eckball durch Weinhofer. Und auf der Linie gerettet von Hörmann nach diesem Kopfball von Stojadinovic. Ja, Rapid hat jetzt größere Spielanteile. Prosenik. Noch immer Prosenik. Und die Rapid-Abwehr zögert und Prosenik erzielt in der 54. Minute das 2:1. Schöttl hat sich hier zurückfallen lassen und Konsent kaum eine Möglichkeit. 2:1 also jetzt für die Austria. Und die Austria zeigt jetzt gute Angriffe. Schinkis. Und das ist das 3:1 in der 56. Minute. Herrliche Vorarbeit von Andi Ogris. Franki Schinkis, der 4 Spiele gesperrt war. Und mit diesem Treffer ein gelungenes Comeback in der Kampfmannschaft feiert. Hier noch einmal der ideale Pass von Ogris Schinkis. Und das ist das 3:1. Großer Jubel bei der Austria. Sie jubelt und jubelt. Und da ist Kienast, Stojadinovic, Grantscher und gleich der Anschlusstreffer zum 2:3 in der 58. Minute. Noch einmal Kienast. Stojadinovic springt höher als sein Bewacher, als Chuck, und Grantscher macht das sehr schön. Prohaska jetzt für Chuck. Die Austria hat Selbstvertrauen gewonnen, das sieht man an diesem Schuss von Ogris. Drabitz hat eine Riesenmöglichkeit. Will Konsler überspielen und vergibt diese Möglichkeit zum 4:2. Weber, Triebfeder jetzt im Mittelfeld von Rapid. Auf Stojadinovic. Und da hat Tormann Wolfert nicht gut ausgesehen. Wieder Prohaska. Auf Schinkis. Drabitz an die Querlatte. Noch einmal Ogris. Konsel schaut etwas finster, Sie haben es gesehen. Er steht jetzt unter Druck, auch unter dem Druck von Herbert Prohaska. Prohaska wird immer stärker. Und ein guter Schuss wieder von Prosenik. Zweiter Schuss an die Querlatte der Austria. Das 3:2 ist in dieser Phase mehr als verdient. Hörmann. Hörmann gegen Brauneder. Und da entscheidet Schiedsrichter Holzmann auf Elfmeter. Rapidler reklamieren. Aber so gar nichts hat Brauneder hier nicht gemacht. Berührt zumindest Hörmann und es gibt Elfmeter. Wilfurt ist verletzt ausgeschieden, durch Ristic ersetzt worden. Ogris schießt und das ist das 4:2 und wohl die Entscheidung in diesem Derby. 75. Minute, 4:2 für die Austria.
Abid wirft noch einmal alles nach vorne. In der zweiten Hälfte ein sehr flottes Spiel, ein sehr gutes Match. Foul an Stojadinovic. Freistoß für Rapid. Weber schießt über das Tor und es bleibt beim 4:2-Sieg der Austria. Christian Prosenik, ein Sieg im Derby, ich glaube, das ist auch für einen jungen Spieler etwas ganz Besonderes. Ja, es ist sicher ein großer Erfolg, gegen eine Rapid zu gewinnen. Es war sicher nicht schwer zum Spielen heute mit unserer Mannschaft. Es ist super gewesen. Was war das für ein Gefühl, als Sie dieses Tor erzielt haben? Ja, ich wollte zuerst Ogris anspielen, aber ich habe gesehen, dass Brauneder nicht angeht und alleine aufs Tor. Habe ich abgeschlossen. Dann noch einmal an die Latte geschossen. Könnte das jetzt der große Durchbruch für Sie gewesen sein? Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Man wird das sehen, die nächsten Spielen. Aber ich hoffe schon. Danke vielmals. Und jetzt der Verlierer des heutigen Tages, Otto Baric. Was sagen Sie denn zu dieser Niederlage? Ja, erstens muss ich sagen, das hat Austria verdient gewonnen. Weil erste Halbzeit waren bissiger, kämpferisch stärker. Und wir haben zu viel auf Abwarten gespielt. Dann haben wir ein Tor bekommen aus Ecke. Ich habe dann in Halbzeit alles unternommen, das heißt Weber im Mittelfeld aufgestellt. Automatisch, wir waren dann tonangebend, wir waren dann besser, wir haben Ausgleich gemacht. Aber wir waren auch in unsere Abwehrreihe zu viel haben wir Raum gegeben für Austria, was hat sehr clever gespielt. Dann haben wir drei ganz große Chancen, Zoran Stojadinović und Halilović mit Kopp und Krenčar. Wir haben das alles nicht genutzt und Austria hat ihre Chance genutzt und deshalb für ihn gewonnen. Wir haben dann auch, ich war gezwungen, auch Wilfried herausnehmen, weil er hat schon in Halbzeit Probleme mit Leistung gehabt. Er hat mich gebeten um das. Und das ist alles. Das heißt, muss man sagen, wir haben verloren, verdient, aber Leben geht weiter. Gegen diese Austria war nicht zu schämen zu verlieren. Und weiterhin 7 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Ja gut, aber wir müssen jetzt finden, erst eine Ruhe in unserer Mannschaft. Wir haben heute gezeigt, dass wir Tore kennen, schießen. Wir haben viele Chancen herausgespielt. Austria hat noch mehr. Und jetzt sind neue Spiele, das war auch heute unser Auswärtsspiel. Jetzt kommt alles zu uns in Hanapi-Stadion und glaube ich, wir machen unsere Punkte. Danke vielmals Otto Baric und jetzt der Sieger des heutigen Tages, nämlich Feri Janotka. Ihr Eindruck von diesem 4:2-Sieg? Ich glaube, es war ein schönes Spiel für die Zuschauer. Es waren viele Tore gefallen und ich glaube, es war von meiner Mannschaft ein sehr ansprechendes Spiel. Worauf führen Sie denn diese doch enorme Steigerung zurück? Und da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Wir haben heute sicher besser gespielt, vor allen Dingen haben wir heute Torschancen herausgearbeitet. Ich glaube trotzdem, dass wir die letzten zwei Spiele sehr, sehr unglücklich verloren haben. Wir haben in zwei Spielen 3 Freistoßtore bekommen. Das war schon nicht sehr glücklich. Und heute hat es sich gezeigt, dass die Mannschaft besser in Form ist. Heute haben wir Chancen herausgearbeitet und wir haben dann auch zu unserem Spiel besser gefunden. Ein neuer Anfang für die Austria mit diesem Derby-Erfolg? Na schauen Sie, das hat man schon gesagt nach dem GAK-Spiel. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Trotzdem glaube ich, dass sich die Austria in einer besseren Form präsentiert als wie vergangene Saison. Es hat uns ganz einfach in den letzten Spielen ein bisschen das Glück gefehlt und heute haben wir es gehabt. Danke. Ja, eines muss man dazu noch sagen, bei der Wiener Austria haben mit Pfeffer und Prosenik 2 junge Spieler Tore geschossen, die sitzen bei Rapid auf der Ersatzbank. Der Andi Herzog würde jetzt noch auf der Ersatzbank sitzen, am Mittwoch spielt er möglicherweise im Team gegen Griechenland. So, nun zum Spiel des 6. gegen den 7. Sturm gegen Tirol. Bemerkenswert dabei, dass die Mannschaft von Ernst Happel auswärts sehr, sehr schwach spielt in den letzten Spielen, die Mannschaft von Sturm daheim sehr schwach. Und deshalb ist es auch zu erklären, dass Sturm in den letzten 3 Spielen nicht gegen Happels Team gewinnen konnte. Die Tiroler in den dunklen Pressen ohne Betzeier und Messländer. Sturm wieder mit Krämer hat die erste Chance über Koschak. Prächtiges Fußballwetter und auch prächtige Kulisse. Etwa 8000 Zuschauer auf dem Grazer Sturmplatz beim direkten Duell zweier Mannschaften im Kampf um einen UEFA-Pokalplatz für das kommende internationale Europacup-Spieljahr.
ein flottes, ein gut geführtes Spiel, die Tiroler im Angriff gut, vor allem Linzmeier bringt viel Schwung, erste Möglichkeit für Linzmeier und da der Pech verzieht den Schuss nur knapp. Beide Mannschaften keineswegs auf Defensive eingestellt. Das Publikum sieht nach langer Zeit auf dem Sturmplatz wirklich ein gut geführtes, flottes Spiel. Hier versucht es Binder mit einem Heber, aber das war wohl zu viel des Guten. Eder. Backhult. Sehr spielfreudig. Immer wieder anspielbar. Guter Schuss und Glück für Sturm. Von der Stange springt der Ball zurück. Ein Schuss von Backhult aus. Gut 20 Metern Entfernung. Erste ganz große Möglichkeit in diesem Spiel. Und der FC Swarovski macht weiter Druck. Müller, schön aufgespielt für Marco und Konrad. In dieser Phase kommt Sturm kaum aus der eigenen Spielhälfte raus. Das Spiel wird eindeutig von den Tirolern bestimmt. Freistoß, Hans Müller. Schuss oder Flanke? Da kommt die gefühlvolle Flanke, Koffer backelt und glänzend gehalten, unmittelbar vor der Torlinie von Otto Konrad. 0:0 der Stand nach den ersten 45 Minuten. Das Publikum ist zufrieden, denn es hat ein schnelles, ein gutes Spiel gesehen. Beide Mannschaften unverändert zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Benko heute als rechter Außenverteidiger bringt viel Schwung. Da ist Binder und von der Querlatte geht der Ball über das Tor. Jetzt kommt Sturm immer mehr zu Chancen. Tem, erstmals im Frühjahr von Beginn an dabei. Krämer deckt den Ball geschickt ab, weitergespielt für Binder. Da ist die Flanke. Und Tem mit einem herrlichen, spektakulären Hechtsprung-Kopfball. 75. Minute, 1:0 für Sturm. Torschütze Kurt Tem. Aber der FC Tirol gibt nicht auf. Man macht weiter Druck. Da ist wieder Backhult. Und dann hat er Pech zum zweiten Mal. Springt der Ball von der Stange zurück. Ernst Happel wird sicherlich mit dem Schicksal hadern, denn seine Mannschaft hat zumindest ebenso viele Torchancen gehabt wie Sturm in diesem schnellen, mitreißenden Spiel. Den Schlusspunkt aber setzt Sturm. Da ist Krämer und Sturm gewinnt mit 2:0. So, damit hätten wir die heutigen Spiele. Gestern haben auch schon zwei Meisterplayoffs stattgefunden. Ein ganz interessantes, nämlich Wiener gegen den GAK vor 3500 Zuschauern auf der Hohen Warte. Die Wiener in den gelben Dressen, die positive Überraschung im Frühjahrsdurchgang, überlegen in der ersten Spielhälfte, aber dann ein perfekter Konter über Widowitz. In der Mitte läuft sich Hasenhüttl ideal frei und der Sturmdank des GAK erzielt das 0:1. Dann aber der Druck der Wiener größer, Stöger auf die linke Seite für Steinkogler. Stöger läuft mit und der verwertet die Flanke per Kopf. Ausgleich zum 1:1 in der 63. Minute und schließlich dann in der letzten Spielminute Steinkogler. Wieder für Stöger, perfekte Flanke, Slezak ist da und in der letzten Sekunde förmlich der Sieg für die Mannschaft von Ernst Dokopil. Ein verdienter Erfolg durch die doch etwas technische Überlegenheit der Wiener. Nun zu Admira Wacker gegen Sportclub. 5000 Zuschauer bei der Doppelveranstaltung in der Südstadt. Da hat schon Mödling vorher 2:1 gegen St. Pölten gewonnen, auch durch ein Tor in der letzten Minute. Und hier die Entscheidung mit einem Schuss von Artner. Weidenauer, der wieder im Tor vom Sportclub steht, machtlos. Und der junge Teamspieler schießt den entscheidenden Treffer in der Südstadt. Hier noch einmal, der Schuss wird immer schneller und 1:0 für Admira Wacker. So. Die Ergebnisse nun, Rapid haben wir gesehen, verliert 4:2, dann Sturm 2:0, Vienna 2:1 und Admira Wacker, wie gesagt, 1:0. Das heißt in der Tabelle, dass der Vorsprung von Rapid etwas geschrumpft ist, nur noch 7 Punkte. Austria Zweiter, 2 Punkte dahinter Vienna, Sturm und GAK und danach Admira Wacker, Tirol und der Sportclub ist schon etwas abgeschlagen. So, nun zum Linzer, pardon, wir sind bei der Torschützenliste. Walter Knaller 21 Tore, Stojadinovic 18, hat eines dazu bekommen, Perstling 15 und Steinkogler sowie Krämer 14 Tore. Jetzt geht es aber zum Aufstiegsplayoff, zum 43. Linzer Derby. Bemerkenswert dabei vielleicht, dass der erste Föst gegen den fünften spielt und der erste hat in den letzten drei Punktespielen nur 3 Tore geschossen.
Aber es waren, und das ist bemerkenswert für das Aufstiegsplayoff, heute zwei Teamaspiranten mit dabei. Und da haben wir die beiden, Klaus Lindenberger links und Jürgen Werner, beide dürften ja am kommenden Mittwoch in Athen im Länderkampf gegen Griechenland zum Einsatz kommen. Der Lask in den gestreiften Dressen, der SK Föst in hellblau. Die Linzer mit dem ersten, der Lask mit dem ersten guten Angriff nach 12 Minuten. Das ist Christoph Westerthaler. Bespielt Schill und Tor. Schon nach 12 Minuten liegt der Außenseiter in Führung. Christoph Westerthaler, der Tiroler, in den Reihen den Lask. Stellt auf 1:0. Noch einmal diese Szene in der Wiederholung, in der Zeitlupe. Westerthaler kommt an Schill vorbei, kein günstiger Winkel. Und der SK Föst kassiert sein erstes Tor in der mittleren Playoff. Fast 6000 Zuschauer sind ins Linzer Stadion gekommen. Die Bodenverhältnisse wieder sehr gut. Kenzi macht das sehr geschickt. An Poparic vorbei und Laschinger. Die Abwehr des SK Föst musste ja umgestellt werden, da Standard-Libero Jürgen Werner 2 gesperrt ist. Hier haben wir Janosz Kondert, den Föst-Trainer. Der SK Föst mit etwas mehr Spielanteilen, der Lask fast nur auf Konter eingestellt und hier verzieht Paul Perstling. Der Lask komplett, Geider und Dantlinger wieder dabei, Kreuz zunächst nur auf der Ersatzbank. Dann Achtung auf diese Szene, wieder Perstling. Piesinger attackiert und hier haben die Werksportler heftig Elfmeter reklamiert. Aber der Schiedsrichter Herr Prohaska ließ weiterspielen. Wieder Perstling. In einigen Phasen ein sehr gutes Match, Jürgen Werner, Wartinger und ein Foul an Wartinger. Freistoß für den SK Föst, aber 1:0 für den Lask. Hier Klaus Lindenberger, der seine Mauer dirigiert. Schill, ein guter Freistoß von Schill und glänzend pariert von Lindenberger. Teamassistent Walter Gebhardt heute im Linzer Stadion. Dann der Lask über Grüneis. Meister, auch mit einigen sehr guten Möglichkeiten und Westerthaler hätte hier für die Athletiker bereits alles klar machen können. Speer tröstet den Pausenstand 1:0 für den Lask. Dann ein Eckball gleich nach Seitenwechsel. Die Möglichkeit von Speer, der immer offensiver wird, er wechselt sich mit Poparic als Libero ab. Aber das Problem beim SK Föst, dass Zeller im Mittelfeld einfach nicht in Form ist. Aber Achtung jetzt, Jürgen Werner, Zellhofer und Tor. Das ist der Ausgleich. 55. Minute. 1:1 durch Georg Zellhofer. Und schauen Sie, wie er sich freut. Ganz klar, in einem Derby ist ein Tor einfach unglaublich wichtig. Noch einmal, Jürgen Werner hat ein bisschen Glück dabei und dann sofort mit dem linken Fuß direkt genommen von Georg Zellhofer. Und der völlig verdiente Ausgleich. Denn der SK Föst tut etwas mehr für das Spiel, der Lask fast nur auf Konter eingestellt. Wieder der so offensive Poparic. Adamczyk, Wartinger. Aber natürlich keine Probleme für Klaus Lindenberger. Dreimal gab es Gelb in diesem Spiel für Lehermeier vom Lask, sowie für Jürgen Werner und Bleuer vom SK Föst. Dann Grüneis und ein Kopfball von Roth, der immer noch seiner Form nachläuft. Karl Meister. Aber der Spielmacher des Lask ist Adam Kense im Mittelfeld. Gute Möglichkeit jetzt für Rabic. Und der junge Tormann Thomas Laschinger kann sich auszeichnen. Es bleibt beim 1:1. Wir sehen noch Ernst Loschek, den Lasttrainer. Und dann noch die versöhnliche Gäste der beiden Teamkandidaten. Jetzt nämlich Klaus Lindenberger und Jürgen Werner. Es bleibt beim 1:1. Unentschieden also beim Linzer Derby und zum nächsten Spiel Klagenfurt gegen Vorwärts Steyr. 1:0, das entscheidende Tor hat Josef Rustic geschossen. Er wurde aber dann vor 3000 Zuschauern auch wegen Foulspielens ausgeschlossen. Also kein Erfolgserlebnis für Oleg Blochin bei Vorwärts Steyr. Nächstes Spiel dann Krems gegen Casino Salzburg. 2:0, ebenfalls vor 3000 Zuschauern. Netto Schiel aus einem Elfmeter und Hoffmann, der eingewechselt wurde in der 69. Minute, haben hier die Tore geschossen. Hier also die Ergebnisse. Lask 1:1, Klagenfurt gewinnt 1:0, Krems 2:0 und das 2:1 war gestern beim Doppel in der Südstadt. Das heißt in der Tabelle, dass nun Föst mit einem Punkt vor Klagenfurt führt.
Dann dicht geschlossen Vorwärtssteier, Krems, der LASK, Salzburg und dahinter St. Pölten und noch immer abgeschlagen, aber mit den ersten Punkten die Mannschaft von Mödling. Nun kommen wir zum Abstiegsplayoff. Die heutigen Spiele, Kufstein gegen Flavia Solva 1:1. Da waren die Torschützen Leiminger und Preschan vor 1000 Zuschauern. Dann USV Salzburg gegen Gabor Spital. Nach der Pausenführung der Kärntner noch ein 3:2-Sieg durch Tore von Schneider, Tomic und Perlak. Miranovic aus einem Elfmeter und Tommy Pfeiler, dem ehemaligen Austrianer. Und Kapfenberg 1:3. Und Eisenstadt SAK, das waren die gestrigen Spiele, 2:1.